Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren DCS-Tutorial in der F15C Charlie und wir beschäftigen uns heute einmal mit den passiven Systemen zur Verteidigung und auch mit den aktiven Systemen zur Verteidigung und da sprechen wir natürlich ganz klar von der sogenannten Tactical Electronic Warfare Suite, kurz dem TEWS und das beinhaltet einmal den Radar Warning Receiver, ANALR56C, einmal den eingebauten Self-Protection Jammer, ANALQ135 und die herkömmlichen Gegenmaßnahmen Chef, also Düppel und Flares, also Leuchtfackeln. Damit ihr wisst, wo ihr welche Anzeigen findet, machen wir direkt zum Anfang mal eine kleine Rundschau und gucken, wo wir was finden. Wir fangen links unten im Cockpit an. Hier haben wir das MPCD und dort oben rechts in der Ecke bekommt ihr die Anzahl der mitgeführten Chef und Flares angezeigt. Wir haben hier oben einmal Chef, also die Düppel. Das sind 120 Stück und einmal die Flares, also die Leuchtfackeln oder Hitzefackeln. Das sind 60 Stück. Beides könnt ihr auch im Missionseditor oder über die Crown Crew editieren. Wie das geht, zeige ich euch am jeweiligen Teil im Tutorial etwas später. Dann haben wir hier rechts oben unseren Radar Warning Receiver oder RVR Scope, der uns Radarermitter in einem 360-Grad Winkel anzeigt und in der Mitte haben wir noch die Anzeige für die elektronischen Gegenmaßnahmen, also den sogenannten Jammer oder ECM und rechts daneben haben wir Anzeigen für Chef, Flares und die Minimumanzeige, falls uns eines von beiden ausgehen sollte. Okay, wir fangen direkt mal mit unserem Radar Warning Receiver an. Das ist, wie gerade eben schon erwähnt, der ANALR56C und dieser zeigt uns Radarermitter in einem horizontalen Kreis von 360 Grad an. Das heißt, horizontal seid ihr rundum abgedeckt und alles, was euch mit einem Radar anleuchtet, wird darauf angezeigt. Allerdings gibt es eine Beschränkung in der vertikalen und zwar kriegen wir hier nur in Mitte angezeigt, die sich plus minus 45 Grad von unserer Flugzeugnase aus befinden. Das heißt, wenn ihr einen Gegner wirklich sehr nah rangelassen habt und der befindet sich weit unter euch oder weit über euch, also plus oder minus 45 Grad in der vertikalen, dann kann es sein, dass dieser Emitter eben nicht mehr angezeigt wird und dass sich so zum Beispiel Gegner auch anpirschen können. Insgesamt zeigt uns das RVR Scope bis zu 16 Emitter an und besitzt eine sogenannte Threat History von 7 Sekunden. Das heißt, falls einer von den Emittern sein Radar ausschaltet, wird er trotzdem noch 7 Sekunden lang angezeigt. Das gilt natürlich auch auf euch abgeschossene Raketen. Wir bekommen verschiedene Symbole angezeigt. Wir sprechen gerade mal die unterschiedlichen Anzeigen durch. Und zwar habt ihr Symbole mit so einem kleinen Dreieck drauf. Und über jedem Symbol, über dem ihr so ein kleines Dach seht, handelt es sich um ein Airborne Radar, also ein luftgestütztes Radar. Auf Deutsch gesagt, das sind alles Flugzeuge. Dann habt ihr Symbole mit einem Halbkreis drauf, so wie hier. Dieser Halbkreis befindet sich über dem neuesten Emitter, das heißt der zuletzt hinzugekommen ist, der bekommt diesen Halbkreis. Wenn also jetzt dieser Emitter sich quasi ausschalten würde und dann ein anderer hinzukommen würde, mal schauen, ob wir das hier gleich erleben, dann wird dieser Halbkreis über dem neuesten Emitter angezeigt. Dann habt ihr einmal die Raute oder den Diamanten und der wird vergeben für den Emitter, der quasi die höchste Priorität, also die höchste Gefahr für den Radar Warning Receiver ist.
und befindet sich hier über der F18. Hier unten dieses Symbol ist eine E3, also ein freundliches AVEX. Hier haben wir ein bodengestütztes Radar, das ist ein Big Bird, also eine S300. Und hier dieser Airborne-Emitter mit dem Halbkreis, da steht eine 29 drunter. Die 29 kann einmal eine MiG-29, aber auch eine Su-27 sein, weil die in DCS World das gleiche Radar verwenden. Das heißt, ihr könnt rein hier nicht erkennen, ob es eine MiG-29 oder eine Su-27 ist. Dafür braucht ihr dann noch euer Radar. Und das behandeln wir aber in einem separaten Tutorial. Wenn euch hier ein... Okay, jetzt sehen wir das direkt mal. Also, der fliegt nämlich hinter uns Racetrack-Patterns. Das heißt, der fliegt quasi immer wieder Kurven und dann in der Kurve kurz verschwindet und dann kurz neu auftaucht, kriegt er jetzt quasi diesen Halbkreis, weil er jetzt quasi als letztes hinzugekommen ist. Und jetzt haben wir hier oben die 29 ohne den Halbkreis, aber mit dem Dach. Das heißt, auch hier, wie gesagt, eine Su-27, also ein Flugzeug, was uns da anpeilt. Der Radar Warning Receiver unterscheidet außerdem zwischen unterschiedlichen Modi, die vom Emitter benutzt werden. Alle Emitter, die uns jetzt hier gerade angezeigt werden, befinden sich im sogenannten Suchmodus, beziehungsweise deren Radar befindet sich im sogenannten Suchmodus. Eine Unterscheidung findet statt, wenn euch ein Emitter in einen sogenannten Single Target drängt, nimmt. Das heißt, wenn er euch nicht nur anpeilt und im Suchmodus befindet, sondern wenn er euch quasi verfolgt, was häufig kurz vor dem Schuss einer Lenkwaffe der Fall ist. Das ist jetzt hier gerade nicht der Fall. Und was wir jetzt gerade beobachten konnten, ist, dass die Su-27 jetzt hier der Primary Threat ist. Und ihr könnt zum Filtern mit Rechts-Shift und R hin und her schalten und jetzt bekommt ihr quasi nur noch die Threats oder Gefahren angezeigt, die euch wirklich verfolgen, also die sich in einem Single-Target-Track befinden oder auch beschießen. Da das jetzt hier gerade nicht der Fall ist, kriegen wir hier natürlich nichts angezeigt und mit Rechts-Shift und R können wir wieder in den Modus schalten, in dem uns auch Radar Emitter angezeigt werden, die sich im Suchmodus befinden. Wenn ihr hier ein M angezeigt bekommt, dann handelt es sich um eine aktiv gelenkte Rakete, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Und wenn ihr einen Emitter habt mit einem Vollkreis, der blinkt, dann heißt das, dass sich dessen Radar in einem Missile Command Data Link oder in einem Missile Command Guidance Modus befindet, das heißt, dieser Threat schießt gerade auf euch. Und das kann natürlich zum einen bei einem Flugzeug der Fall sein, wenn es eine semi-aktiv gelenkte Rakete ist, weil dann geht der diese Guidance, also diese Lenkung, dieser Datenlink vom Flugzeug aus. Wenn es eine aktiv gelenkte Rakete ist, dann ist natürlich die Rakete selber das Objekt, was euch anpeilt. Deswegen ist dann um diese aktiv gelenkte Rakete, das ist Symbol M, dieser Vollkreis, der dann blinkt. Okay, das Piepen, was ihr hier hört, das ist das Piepen, was ihr hört, wenn euch Radar-Emitter lediglich anpeilen und im Suchmodus befinden. Das könnt ihr mit Rechts-Alt und Komma auch leiser stellen, falls euch das nervt. Und mit Rechts-Alt und Punkt könnt ihr die Lautstärke wieder hochstellen. Okay, wir drehen einmal um, damit wir diesen ganzen Emittern nicht zu nahe kommen. Im Übrigen dieses EW, was ihr hier seht, mit dem Halbkreis, was jetzt quasi neu dazugekommen ist und jetzt weg ist, ist ein Early Warning Radar, also ein bodengebundenes Frühwarnradar. Und jetzt sehen wir, dass eben gerade einige Emitter verschwunden sind, weil wir befinden uns jetzt in einem Turn und deswegen kann es eben sein, dass diese Abdeckung von plus minus 45 Grad gerade nicht mehr greift. Und da wir jetzt von diesen Emittern wegfliegen, kann es sein, dass jetzt gerade der Winkel schon wieder ein wenig flacher ist und uns deswegen zum Beispiel zwei Emitter schon wieder angezeigt werden, nämlich einmal die S300, die ist jetzt der Primary Threat, und einmal der letzt hinzugekommene Kontakt oder Emitter, das Early Warning Radar. So, wenn wir gleich wieder in die Richtung drehen, werden wir einmal ein paar zusätzliche Gefahren aktivieren, damit ich euch auch mal unterschiedliche Modus des Radar Warning Receivers zeigen kann.
Aber vorher besprechen wir noch kurz den Jammer. Und auch die Maßnahmen, Gegenmaßnahmen, Düppel und Hitzefackeln. Okay. Was euch hier nicht angezeigt wird, ist die Höhe des Emitters. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel ein Flugzeug angezeigt bekommt, wie jetzt hier die E3, wisst ihr nicht, auf Höhe, welcher Höhe sich dieses Objekt befindet. Und auch die Entfernung wird hier nicht angezeigt. Das Einzige, was hier eine Rolle spielt, je nachdem wie nah dran oder wie weit weg der Kontakt ist, ist die sogenannte Signalstärke des Emitters. Frühwarnflugzeuge wie die E3 oder die A50 werden grundsätzlich nicht im inneren Kreis, der ist ungefähr hier angezeigt, sondern befinden sich immer nur außerhalb, auch wenn die eine sehr hohe Signalstärke haben von ihrem Radar. Aber andere Gefahren wie zum Beispiel Flugzeugradars, also unterschiedliche Typen, die haben ja unterschiedliche Signalstärken, die werden euch dann eben auch unterschiedlich angezeigt in der Entfernung. Und dazu gehen wir mal kurz in eine andere Mission, da habe ich nämlich etwas vorbereitet. So, ich habe hier mal eine kleine Mission gebaut, um euch die Signalstärke auf dem Radar Warning Receiver besser erklären zu können. Wir haben hier verschiedene Emitter, eine F-16, eine F-15, eine MiG-29, eine Su-27 und ein bodengebundenes Early Warning Radar. Und die befinden sich alle jetzt noch ungefähr 45 Meilen von mir entfernt. Und obwohl die alle gleich weit entfernt sind, seht ihr, dass die Symbole auf dem Radar Warning Receiver doch unterschiedlich platziert sind, weil diese Radar, die in den Flugzeugen verbaut sind, unterschiedliche Signalstärken haben. Das heißt, die Radarermitter, die eine sehr höhere Signalstärke haben, die werden quasi näher dran platziert, und die, die eine schwächere Signalstärke haben, die werden weiter weg platziert. Und da sehen wir, dass die MiG-29 natürlich ein relativ schwaches Radar hat und deswegen auch weiter hinten liegt. Und auch die F-16 hat ein leicht schwächeres Radar, deswegen wird sie auch weiterhin angezeigt. Das als kleiner Exkurs zur Signalstärke von Emittern, und wir machen mit unserem Tutorial weiter. So, kommen wir noch mal kurz zur Prioritätenliste. Wir sehen ja, dass hier aktuell die S-300 Priorität 1 hat auf unserem Radar Warning Receiver. Und wonach wird diese Priorität 1 eigentlich vergeben? Als erstes guckt der Radar Warning Receiver, ist es ein Emitter mit einer semiaktiven oder aktiven Lenkung, also sprich eine aktiv gelenkte Rakete oder eine Plattform, die euch anstrahlt, weil eine semiaktiv gelenkte Waffe in der Luft ist. Als nächstes kommen Emitter, die sich im STT-Modus befinden, das heißt, die euch aktiv verfolgen, also alles das, was kurz vor einem Schuss stattfindet. Priorität 3 ist der Threat Type, also die Art der Gefahr, und da hat die höchste Priorität alles, was luftgebunden ist, also Flugzeuge. Direkt danach kommen Long Range Radars, Mid Range Radars, Short Range Radars, danach kommen Early Warning Radars, also bodengebundene Frühwarnradare wie der hier, und erst danach kommen luftgebundene Frühwarnradare wie AVEX oder die A50 Mainstay. Und ganz zum Schluss spielt eben auch noch die Signalstärke eine Rolle, wie ihr gerade gesehen habt. Okay, das zum Radar Warning Receiver. Wir werden gleich nach den anderen Systemen nochmal in Richtung Gegner drehen und uns ein paar Gegner ranholen, die uns auch mal beschießen, damit ihr hier ein bisschen Action erlebt. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit unserem Self-Protection Jammer, dem sogenannten ECM. Okay, die F-15 hat, das hatte ich vorhin im Intro schon erzählt, einen eingebauten Self-Protection Jammer. Das ist der ANALQ-135, und dieser hat auch ebenfalls eine 360 Grad Abdeckung, das heißt, er jammt in alle Richtungen. Sprich, egal ob die Bedrohung vor euch fliegt, neben euch oder hinter euch, sobald ihr euren Jammer anhabt und sich diese Bedrohung nicht innerhalb der sogenannten Burn-Through-Range befindet, wird das Radar gestört. Und
Der Self-Protection-Jammer beherrscht in der Realität sogenanntes Noise-Jamming und auch ebenfalls das sogenannte Deception-Jamming. Hier in DCS World ist aber nur das sogenannte Noise-Jamming simuliert. Das heißt, wenn ihr euren Jammer anhabt und der Gegner versucht, euch mit dem Radar anzupeilen oder zu entdecken, kriegt er dort nur so eine Art Linie oder kleine Kästchen angezeigt. Das besprechen wir nochmal im Detail, wenn wir hier in der F15C das Radar behandeln. Die Burn-Through-Range, das was ich gerade schon mal erwähnt habe, ist die Entfernung, ab wann ein Emitter, also ein Radar, stärker ist als euer Self-Protection-Jammer. Das heißt, die Signalstärke des Radars ist dann stärker als euer ECM und damit ist euer ECM nutzlos. Je nach Radar, was euch anpeilt, ist da die Burn-Through, also die Brenn-Durch-Entfernung unterschiedlich. Die liegt aber so bei 20 bis 25 Meilen. Also bei einer anderen F-15, wenn ich jetzt hier zum Beispiel gegen eine F-15 fliegen würde, wäre die Burn-Through-Range so ungefähr bei 22 bis 24 Meilen. Also ab 22 bis 24 Meilen ist mein ECM quasi nutzlos. Er sieht mich dann trotzdem auf seinem Radar. Und das sollte man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten. Das heißt, wenn ich eine Gefahr habe, die bei 15 Meilen aufploppt, brauche ich nicht erst noch meinen Jammer einschalten, weil der ist dann rein für das Radar quasi schon nutzlos. Okay, wie schalten wir den Jammer ein? Das machen wir mit der Taste E und der hat jedes Mal eine sogenannte Warm-up-Phase, also eine Phase, wo er sich quasi erstmal einschalten muss. Das erkennt ihr hier an dem blinkenden X. Und das dauert 15 Sekunden. Wenn diese 15 Sekunden vorbei sind, dann leuchtet dieses X permanent und daran erkennt ihr, dass euer Self-Protection-Jammer eingeschaltet ist. Da wir hier in der F15 sind und nur ein simples Avionics-System haben, also nicht so wie in der A10, funktioniert es leider nicht automatisch. Sprich, es funktioniert nicht, dass wenn euch jemand anpeilt, sich dieser Jammer selber einschaltet. Das müsst ihr jedes Mal manuell mit der Taste E machen. Und mit dieser könnt ihr den auch wieder ausschalten. Da braucht er allerdings keine Dauer, bis er sich ausgeschaltet hat, sondern ist sofort lahmgelegt. Aktuell ist die Wirkung des Jammers, wie gesagt, nur für das Radar wirklich zweckdienlich, da sich die ganzen gelenkten Raketen in einer Art Work-in-Progress-Phase befinden. Das heißt, die sind nicht final fertiggestellt, ist die Wirkung aktuell nicht wirklich sinnvoll. Also es macht zwar Sinn, sein ECM anzuschalten, grundsätzlich um seine Position zu verbergen, aber ihr könnt mit dem ECM nicht wirklich gegnerische radargelenkte Raketen stören. Das funktioniert aktuell nicht. Okay. Das zum Self-Protection-Jammer und dann kommen wir mal zu den herkömmlichen Gegenmaßnahmen, also Chef und Flares oder Düppel und Hitzefackeln. Hier nochmal kurz zur Wiederholung, die Chefs, also Düppel, nimmt man, um radargelenkte Waffen zu stören und die Flares oder Hitzefackeln nimmt man, um hitzesuchende Waffen zu stören. Und das erkläre ich euch sofort. Wir drehen nur kurz mal wieder in Richtung Gegner. Und während ich drehe, kann ich euch ja schon nochmal die Anzeigen erklären. Also hier auf dem MPCD haben wir, wie gesagt, die Anzahl. Standardmäßig habt ihr immer 120 Chefs und 60 Flares dabei. Und das könnt ihr im Mission Editor oder per Crown Crew aber justieren. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. So, wir befinden uns im Missionseditor und hier zeige ich euch jetzt einmal, wie ihr, wenn ihr eine Mission baut, selber Chef und Flares einstellen könnt. Und zwar geht ihr hier auf euer Flugzeug, was ihr euch platziert habt, auf diesen zweiten Reiter für das Payload, also die Bewaffnung. Und dann habt ihr hier die Anzahl an Chef und Flares. Die könnt ihr entweder mit den Pfeilen grob reduzieren oder ihr könnt auch eine Zahl eintragen, wenn ihr zum Beispiel wisst, dass ihr kaum Gefahren habt, die radargelenkt sind, könnt ihr zum Beispiel ein bisschen weniger Chef mitnehmen, aber ihr wisst, die haben ganz viele hitzesuchende Raketen dabei, dann könnt ihr ein bisschen mehr Flares mitnehmen, wobei er immer automatisch den anderen Teil reguliert, wenn ihr merkt, okay, insgesamt ist zu viel dabei. Ne? Also wenn ich jetzt hier sage, ich will wirklich 100 dabei haben, dann wird er die Flares jetzt auch wieder reduzieren auf das, was maximal möglich ist, sind dann eben 70.
Oder ihr sagt, ihr wollt 100 Flares dabei haben, dann habt ihr nur noch 40 mal Chef dabei. So macht man es im Missionseditor und jetzt zeige ich euch auch nochmal ganz fix, wie ihr das per Crown Crew macht. Am Boden stellt ihr Chef und Flares wie folgt ein. Ihr ruft einmal die Crown Crew über Raute und F8, geht dann in das Menü für Rearm und Refuel. Und hier habt ihr ebenfalls die Möglichkeit, Chef und Flare einzustellen, hier aber nur noch relativ grob. Wenn ihr natürlich die Mission nicht selber gebaut habt, sondern wenn ihr zum Beispiel auf einem öffentlichen Server seid, ist das natürlich besser als gar nichts, sich das hier auch noch einstellen zu können. So, dann springen wir mal wieder zurück in unsere Mission. Okay, wir sind wieder im Cockpit. Drehen immer noch in Richtung Gegner. Und jetzt müssen wir natürlich auch wissen, wie werfen wir denn diese ab. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Und zwar könnt ihr die einmal getrennt oder zusammen abwerfen und dann jeweils einzeln oder auch dauerhaft, wobei dauerhaft nur mit der Kombination geht. Die Chefs werft ihr mit der Taste Einfügen ab. Und da ist es so, dass immer ein Chef abgeworfen wird. Das seht ihr jetzt unten auf dem NPCD. Also ich drücke Einfügen und es wird immer ein Chef, also einmal Düppel, abgeworfen. Und mit der Taste Entfernen könnt ihr Flares abwerfen. Und da werden immer standardmäßig zwei abgeworfen. Okay, wir rollen einmal aus. Und schalten den Autopiloten an. Ich empfehle aus eigener Erfahrung, euch diese zwei Kommandos separat auf den Joystick zu legen, weil wenn ich von einer radargelenkten Rakete beschossen werde und diese mit Chef stören möchte, möchte ich natürlich nicht gleichzeitig Flares abwerfen, zumal ich davon eh nicht so viel dabei habe. Also macht es wirklich Sinn, Chef und Flares separat auf den Joystick zu legen. Für die, die das trotzdem gerne kombinieren wollen, manchmal ist man ja in der Situation, dass man von beiden Typen von Lenkwaffen beschossen wird, dann nehmt ihr die Taste Q und diese wirft auch immer ebenfalls einmal Chef und zweimal Flares, aber im Verbund ab. Gucken wir uns mal in der Außenansicht an. So, hier haben wir Chef, das sind kleine Wolken, das sind die Flares. Und dann gucken wir uns das mal zusammen an. Wobei wir die Chefwolken jetzt nicht so gut sehen. Mit der Taste Links, Shift und Q könnt ihr diese dauerhaft zusammen abwerfen. Das heißt, mit Shift und Q werden diese dauerhaft abgeworfen. Und hier seht ihr jetzt auch die jeweiligen Anzeigen dafür. Das heißt, Chef und Flare werden hier jeweils angezeigt. Wir schalten das wieder aus. Und wenn ich weniger als 10 Flares habe, kriege ich hier die Minimumleuchte angezeigt und wenn ich weniger als 20 Chefs habe, kriege ich diese Minimumleuchte ebenfalls angezeigt. Das ist quasi nochmal ein zusätzlicher Hinweis. Achtung, du hast nur noch wenig Gegenmaßnahmen dabei. Und wir machen mal kurz die Flares alle. Wenn eins von beiden alle ist, dann leuchtet diese Anzeige dauerhaft. Damit die Gegenmaßnahmen, Düppel und Hitzefackeln natürlich wirklich wirkungsvoll sind, sollte man die mit entsprechenden Manövern kombinieren. Also wenn ich jetzt einfach nur geradeaus fliege und Chef und Flares abwerfe, ist die Wirkung relativ gering. Ich sollte das zum Beispiel immer mit einem Break kombinieren, das heißt, die Gefahr kommt ja in der Regel von vorne oder leicht links, leicht rechts von mir. Und wenn ich jetzt geradeaus fliege, dann bin ich ja trotzdem quasi noch vor meinen Gegenmaßnahmen. Das heißt, es kann sein, dass diese gegnerische Waffe oder das gegnerische Flugzeug diese Gegenmaßnahmen gar nicht wahrnimmt, weil ich mich immer noch davor befinde. Es empfiehlt sich also immer, in Verbindung mit den Gegenmaßnahmen einen sogenannten Break oder andere Verteidigungsmanöver zu fliegen. Und ein Break ist einfach nichts anderes als ein Turn mit
hoher Geschwindigkeit und vielen G. Und dabei passiert Folgendes. Wenn ich jetzt Chevron Flares auswerfe, dadurch, dass ich nicht mehr direkt auf die Gefahr zufliege, sondern zum Beispiel in einem 90-Grad-Winkel, nimmt das gegnerische Flugzeug oder die gegnerische Rakete meine Gegenmaßnahmen eher wahr. Auch sollte man bedenken, wenn man Flares abwirft, dass in der Hitze Fackeln, die quasi die eigene Triebwerkstemperatur überschatten sollen, dass man da nicht gerade den Nachbrenner anhat. Also wenn ich Flares abwerfe, sollte ich nicht gerade im Nachbrenner fliegen. Ansonsten ist auch hier die Effektivität geringer. Und jetzt haben wir eben nichts anderes gemacht, als dass wir uns 90 Grad zur Gefahr bewegen. Und wenn der uns jetzt anpeilt oder beschießt, verdecken wir quasi nicht mehr unsere Gegenmaßnahmen, sondern die sind somit wesentlich effektiver. Okay, das war's zu den drei Systemen, die wir hier an Bord haben. Also einmal dem Radar Warning Receiver, einmal dem ECM, den elektronischen Gegenmaßnahmen, und einmal den herkömmlichen Gegenmaßnahmen Chevron Flares, und wir holen uns jetzt noch ein paar Bedrohungen rein, um uns noch ein paar zusätzliche Audiosignale und Meldungen auf dem Radar Warning Receiver anzuschauen. Und da habe ich mal etwas vorbereitet. Wir fangen direkt mal an mit einer MiG-29, bewaffnet mit R-27ER Raketen, und da haben wir sie. Die hat also gleich mehrere Symbole bekommen, einmal die Raute für Primary Thread, einmal natürlich das kleine Dach, weil es ein luftgestütztes Radar ist, und einmal den Halbkreis dafür, dass es neu hinzugekommen ist. Und wir fliegen mal in die Richtung und warten mal, bis uns diese MiG-29 beschießt. Okay, in der Zwischenzeit bin ich nah rangeflogen. Wir haben einmal hier diesen Halbkreis und das schnellere Piepen. Das bedeutet, wir werden einmal angepeilt, also direkt verfolgt. Das Radar befindet sich also im Single-Target-Track-Modus. Das ist dieses schnelle Piepen, was ihr hört, dieses dit-dit-dit-dit-dit-dit, und dieses ständig wiederholende Piepen, was etwas tiefer vom Klang her ist, bedeutet, wir werden direkt beschossen, was wir ja auch an dem Halbkreis sehen. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal ein bisschen defensiv arbeiten. So, jetzt ist er verschwunden. Er beschießt uns immer noch. Da wir aber relativ fix unterwegs sind und er auf relativ große Entfernung geschossen hat, sollte hier nichts mehr passieren. Und jetzt sehen wir, wir werden zwar noch gespiked, sagt man dazu, das heißt, er verfolgt uns noch im Single-Target-Track, aber wir werden gerade nicht mehr beschossen. Und wir nehmen diese MiG einmal raus und holen uns eine andere MiG rein. Die hat dann nämlich aktiv gelenkte R-77 dabei, und da schauen wir uns mal das Symbol für aktiv gelenkte Raketen an. Und die haben wir da. Okay, da haben wir die neue MiG, Airborne Radar, und auch hier neue Gefahr. Aktuell ist aber die Su-27, die hier vorne ist, die schießen jedoch nicht auf uns, die ist vom Radar Warning Receiver als Primary Threat eingestuft. Und wir drehen mal in Richtung MiG-29. Okay.
So, wir fliegen auf die MiG zu und gucken mal, wann sie anfängt, uns zu beschießen. So, wir schalten mal unseren Jammer ein, weil dann hat die MiG natürlich auch nicht die Möglichkeit, auf weitere Entfernung zu schießen. So, wir haben jetzt den Spike, das heißt, ihr Radar befindet sich im Verfolgungsmodus. Und jetzt ist unser Jammer an und ihr seht, der Spike ist weg, weil sich eben die MiG noch nicht in der Burn-Through-Range befindet. Das heißt, sie hat jetzt quasi den Lock zu mir verloren. Ich habe jetzt mit dem ECM ihren Lock gebrochen. Das geht, wie gesagt, nur, wenn sich das Flugzeug noch außerhalb der Burn-Through-Range befindet. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, weil die Missile ist natürlich trotzdem in der Luft. Das heißt, die kann nochmal auf uns auffassen. So, jetzt scheint die Burn-Through-Range erreicht zu sein. Ja, die MiG ist auf 20 Meilen Entfernung. Wir können ECM also ausschalten. Und jetzt gucken wir mal, wann wir dieses separate Symbol angezeigt bekommen für die aktiv gelenkte Rakete. Aktuell werden wir noch von der Plattform, also von der MiG-29 selber angestrahlt, aber es müsste sich gleich ein M auf unserem Radar Warning Receiver bemerkbar machen und da ist es schon. Das erkennen wir leider nur relativ schwach. Wir versuchen mal ein bisschen wegzudrehen. So, wir machen den Filter nochmal rein. So, und da ist jetzt die Missile. So, wir drehen mal ein bisschen ab, damit wir uns die Rakete nicht noch fangen. So, da ist sie wieder. Ihr seht das M, das ist also die aktiv gelenkte Rakete und das Blinken bedeutet, sie hat uns erfasst und verfolgt uns und die MiG zusätzlich auch noch. Und da hinten sehe ich die MiG auch, die steigt gerade nach oben. Und jetzt sind aber beide Gefahren weg, das heißt, wir werden von keiner mehr verfolgt, können also wieder in den normalen Modus zurückschalten, wo uns auch die Ermittler angezeigt werden, die sich im Suchmodus befinden. Und da haben wir die MiG noch drauf. Jetzt verfolgt sie uns auch wieder. Jetzt können wir quasi wieder den Filter einsetzen und da ist sie wieder weg. Und jetzt muss man dazu sagen, wenn wir mal nach oben gucken, da ist die MiG. Die ist jetzt sehr nah und weit über uns. Das heißt, jetzt kann es tatsächlich schon sein, dass sie einfach über diesen 45 Grad ist, das heißt, sie sieht uns sicherlich noch auf ihrem Radar, aber wir bekommen sie nicht mehr auf dem Radar Warning Receiver angezeigt. Und das ist natürlich gefährlich. Okay, wir nehmen die einfach mal raus, bevor hier noch irgendwas passiert, was nicht zum Tutorial gehört. Und zu guter Letzt möchte ich euch auch nochmal eine Bodenbedrohung zeigen, wie sie dargestellt wird, wenn sie auf uns schießt. Dazu nehmen wir uns einfach eine SA-11. Okay, da haben wir sie, angezeigt als SD Snowdrift Radar. Das ist quasi das Radar, was für die SR-11 mit dabei steht. Und wir sehen hier wieder den Halbkreis, weil es natürlich die neueste Bedrohung ist, die entdeckt worden ist. Und da haben wir das direkte Verfolgungsradar von der SR-11. Also einmal haben wir das Suchradar, das ist ein Snowdrift, und das direkte Tracking Radar ist von der SR-11. Und schwuppdiwupp werden wir auch beschossen, das heißt, wir haben einmal den Primary Threat, diese Raute und dann natürlich diesen blinkenden Kreis, weil wir beschossen werden. Und jetzt schalten wir hier einmal unser ECM ein, um das Radar zu stören, und werfen auch einmal fleißig Chef aus, weil auch wenn die Wirkung aktuell begrenzt ist, hilft es natürlich. Und da kommen sie auch schon auf uns zugeflogen. Die ersten zwei scheinen vorbeizugehen und da ist aber noch einer unterwegs. Das heißt, wir manövrieren ein bisschen. Und damit hat sie uns verloren, verfolgt uns aber noch. Wir schalten mal ECM aus und fliegen nochmal rein und lassen uns beschießen. Ich glaube, ich habe insgesamt 3 Launcher aufgestellt, das heißt 12 Raketen hat dieses SAM dabei. Wir haben noch 48 Chef, das passt. So, zusätzlich habt ihr zu den Radaren, die euch anpeilen. Okay, da ist sie wieder.
auch hier zwei Anzeigen. Wenn ihr von einer Sam beschossen werdet oder angestrahlt werdet, habt ihr die untere rote Leuchte, wo Sam steht, und für luftgestützte Radar habt ihr das AI stehen, das ist Airborne Intercept Radar. Das heißt, ihr habt natürlich nicht nur den Radar Warning Receiver, sondern wenn es auch mal schnell gehen muss und ihr da nicht in diese rechte Ecke schauen könnt, könnt ihr auch direkt auf diese zwei roten Leuchten hier achten. Okay, und auch wenn das hier kein Taktik-Tutorial ist zum Thema Abwehr von Sam, seht ihr schon, ich manövriere jede Menge. Das ist ganz wichtig, weil wir wollen ja den gegnerischen Raketen Energie rauben. Und deswegen müssen wir die ein bisschen ein paar Kurven fliegen lassen. So, und da schießt sie schon wieder. So, da sind gerade ein paar explodiert. Da war ich außerhalb der Range. Und wenn ich das richtig sehe, kommt hier gerade eine hoch. Also Rauchspuren seht ihr auch in der Regel ganz gut. So, wir drehen nochmal rein. Okay, ich habe direkt einmal auf die Batterie geschaltet, damit wir mal schauen können, wie das von unten quasi aussieht, wenn sie uns beschießt. Und da geht eine weg. Und das heißt, ich drehe jetzt auch wieder raus. So, und da haben wir die Minimumleuchte für meine Chefs. Das heißt, Achtung, du hast nur noch wenig Doppel dabei. Das ist aber nicht so wild. So, da haben wir den Schweif der Rakete. Jetzt sieht man ihn nicht mehr. Okay, und das soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Beim nächsten Mal fangen wir dann an und beschäftigen uns mit dem Radar und den verschiedenen Radarmodi und den verschiedenen Lenkwaffen der F-15C. Aber bevor wir wissen, wie wir beißen können, müssen wir natürlich erstmal wissen, wie wir Gefahren überhaupt erkennen und uns davor schützen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.